Hi ihr Lieben, ich bin's die Mel und ich habe heute hier die Ehre, das Kit für das December Daily, das es jetzt bei Dani im Shop gibt, vorstellen zu dürfen. Und es liegt hier schon seit 2 Tagen und es hat mich so gekniffen, es auszupacken, aber ich wollte es gern mit euch zusammen machen. Und deshalb habe ich mich ganz, ganz doll beherrscht und jetzt fetzen wir es zusammen auf. Also, ich bin ganz gespannt, was wir hier haben. Ich habe ja schon mal ein bisschen dran gerüttelt und geschnuppert, aber ich habe es halt nicht ausgepackt. So, weg mit dem Tand. 1000 schöne Sachen. Für das Album gibt es hier Graupappe, Buchdeckel. So rum oder so rum. So, mal gucken, ne? Oder man könnte ja auch ein Stück abschneiden und dass man hier so reingucken kann. So weit sind wir noch gar nicht. Wir wollten es gerade erstmal auspacken, ne? Mit mir geht es jetzt schon wieder durch. Also, wir haben Buchdeckel da drin. Das ist schon mal super. Und wir haben hier von Bobani Doilies. 20 Stück sind das sogar. Das ist ja cool. Da kann man ja richtig was mit schaffen. Also schöne weiße Doilies haben wir da drin. Und hier erstmal Buchringe. Buchringe sind ja wichtig. Das sind dicke Dinger. Aber ich vermute, 24 Tage Dezember-Aufzeichnung mindestens. Manche machen ja auch einen ganzen Dezember. Brauchen viel Platz. Da sind große Ringe durchaus irgendwie sinnvoll. Und hier sind so Tags. Also wir haben hier Papier oder Zubehör von Theresa Collins aus der Tinsel & Company Serie. Und ich habe mich, glaube ich, schon öfter darüber ausgelassen, dass ich ihre Produkte oder die Produkte, die unter ihrem Namen angeboten werden, einfach endgeil finde. Ich bin da völlig kritiklos irgendwie. Und jetzt haben wir hier, oh, ist das schön. Guck mal, mit Sternchen und Streifchen. Oh, das finde ich auch ganz toll mit diesem Tannenbaum. Das ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen nach Holz aus, aber nicht so schlimm dunkel. Oh, das ist auch schön grau. Die Farbkombi finde ich toll. Das ist hier so ein dunkles Rot mit Grau und das ist so ein goldiger Ton, braun. Ich muss hier mit dem Licht auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ein bisschen unglücklich mit meiner Filmerei gerade. Ich habe hier so eine Mischlichtgeschichte. Ich habe ganz tolle Tageslichtröhren an der Decke und hier ist jetzt Kunstlicht, aber sonst seht ihr leider nichts. Das ist doch auch total schön. Und hier mit den Schneeflocken. Oh, den finde ich toll. Also alleine daraus könnte man ja schon was ganz Tolles zaubern. Oh, ich bin... Ach. Ja, ihr merkt, ich bin schon wieder in diesem, ich überschlage mich selber Modus. Animal Dots und Flocken, Schneeflocken, Eiskristalle wollte ich sagen. Und hier so ein Tannenbäumchen. Das ist natürlich auch immer hübsch, wenn das alles so zusammenpasst. Ne? Hier haben wir Pfeilfolder. Geheimakte Weihnachten. Kommen die auf hier. Ist keine Zeit für so einen Kram. Auch der ist ja süß. Guck mal, hier ist so ein kleiner. Das ist natürlich auch, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich, wie das aussieht. Oh, guck mal. Das ist ja quasi schon mini. Das haben die für mich gemacht. Ganz klare Sache. Hier so. Das kann man bestimmt toll benutzen. Oh, guck mal, das ist süß. Das kann man hier so... das ist hier perforiert. Ne? Das kann man da ganz gut hier diese einzelnen Wörter sich abmachen und irgendwo mit einarbeiten. Und das finde ich großartig. Das finde ich toll. Oh Gott, ich finde das toll. Ich finde das wirklich toll. So. Zur Seite. Was haben wir hier noch? Wir haben... Vellum, 1, 2, 3, 4, 5 Bögen, das kann man ja immer schön nehmen, so für
Seiten so zum Zwischenlegen. Oder was ich auch wirklich schön finde, ist daraus kleine, so Formen mit Dies auszustanzen, weil das so, das ist dann einfach ein sehr zartes Embellishment und das mag ich gerne. Hier ist Cardstock. Wir haben hier diesen Kraft-Cardstock, 1, 2, 3 Bögen und wir haben weißen Cardstock, auch noch 3 Bögen. Also sparsam sein müssen wir auf jeden Fall gar nicht. Und dann haben wir hier so geiles Washi schon wieder. Oh, mit diesen Sternen. So, komm raus hier. Zack. Was haben wir hier? Wir haben das Grau. Da steht so irgendwie alles Mögliche drauf. Jingle Bells und so. Hier das mit den Sternen. Das finde ich endgeil. Ich bin zu nah an der Kamera, ne? So, jetzt sieht man es. Das sind Sternchen. Sterne gehen immer. Das sind hier so, was ist denn das, Kränze? Sieht ja so ein bisschen nach Jubiläum aus, ne? Oder Erntedank. Jetzt bin ich doch ein bisschen kritikvoll. Aber die Farbe ist schön. Also benutzen kann man das auf jeden Fall. Zack. Und das ist schön. Das ist hier so ein irgendwie so ein florales Muster, das sich bestimmt auch irgendwo auf dem Papier findet. Oh, das finde ich großartig. Zack. Er kommt auch weg. Und hier haben wir das Papierkit dazu. Ich bin fast sprachlos. Es ist so geil. Sprachlos habt ihr von mir noch nicht erlebt, ne? Es ist auch... Es will nicht aufgehen. Warum macht ihr das mit mir? Ihr könnt es doch nicht so zukleben, wenn ich es nicht haben möchte. So, jetzt aber. Das ist wie in dieser Hustenbonsche-Werbung, oder? Aber jetzt zerreiße ich es. Und ich zerreiße es. Auch das ist toll. Das ist so gülden. Aber halt nicht... Es ist schwer zu beschreiben. Es ist total schön. Es ist goldig und das ist hier... Auch wieder in diesem schönen Dunkelrot. Aber das ist nicht so, also nicht so erschlagend dunkel. Ist auch nicht Bonbon. Es ist einfach eine total schöne, warme Farbe. Das finde ich großartig. Das ist großartig. Und hier sind wieder diese, ach, hier für Banners und diese Akzente. Das ist ja geil. So, und jetzt wollen wir noch das Papier angucken, ne? Schwupp, der kann weg. Och, ist das toll. Das ist schön. Ich finde das hier wieder schwierig. Na, jetzt kann man sich überlegen, schneidet man hier die Kärtchen aus oder hat man diese schöne Seite? Gewissenskonflikte vorprogrammiert. Das ist auch toll. Gott, wie geil. Ich finde, das ist ja genial. Hier, die sind so ein bisschen eingeprägt. Also man kann sie befummeln. Gülden auf so Kraftfarben. Das ist cool. Und die Rückseite ist auch schön. Aber es ist halt nicht, es ist nicht niedlich. Das ist großartig. Ich mag goldene Streifen. Ich mag ja gerne diese Weihnachtsserien, aber mir ist es oft zu... Das klingt jetzt doof, ne? Aber mir ist es oft zu amerikanisch. Also ich brauche nicht irgendwie 37 dicke Weihnachtsmänner da drauf. Einen kann ich ja mal ertragen, aber nicht 20. Aber das ist doch geil. Ist das ein endgeiles Papier? Doch, die Rückseite ist auch so schön. Es ist natürlich das Gute, wenn wir Minis machen. Wir haben ja die Möglichkeiten... Oh, ist das cool. Beide Seiten irgendwie... zu benutzen. Oh ja, das ist auch schön. Ah, guck mal, hier macht es Sinn. Hier ist auch wieder dieses Kranzding, aber mit so einem Stern drin. Das ist toll. Ja, und Zahlen sind auch gut. Die kann man ja auch immer gut mal irgendwie ausstanzen und so. Oh, das mag ich auch. Wie geil. Ist das schön?
Oh, ich bin begeistert. Das ist wirklich mal richtig, richtig schön. Also, Mel Proudly Presents December Daily Kit. Diese ganzen vielen, vielen tollen Papiere und diese tollen Sticker und die Enamel-Dinger und Sternchenwaschi. Also das Sternchenwaschi, das möchte ich jetzt am liebsten sofort überall hinkleben. Und wir haben Vellum und wir haben die File-Folder und Binderinge und diese endgeilen vielen tollen Tags und die Cardstock-Bögen. Es passt ja gar nicht mehr alles drauf, es ist so viel. Und die coolen hier, Graupappe geht immer, das ist auch schön, das ist eine schöne Dicke, das mag ich. Und die Doilies und das alles verwursten wir zu wunderschönen December Dailies. Und zwar werden drei von uns aus dem Design-Team damit arbeiten und euch das vorstellen im Forum als Anleitung, dass ihr vielleicht Ideen kriegen könnt, was ihr damit macht. Und wir werden es auch mit der Zeit füllen, damit ihr auch euch über die Zeit noch Anregungen holen könnt, wie das so wächst. Und da es aber ja ganz aktuell ist, gibt es dann auch die Bilder von diesem Jahr. Und da gibt es jetzt noch nichts zu zeigen. Das wird wachsen und ich hoffe, ihr habt da Freude dran. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesen, riesen doll drauf. Und ich werde mich gleich schon mal hinsetzen und ein bisschen damit spielen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, happy scrapping. Bis bald.